Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. In der letzten Folge waren wir auf dem Prüfstand und haben für Rundkurs unser Auto ein bisschen gedingst. Und das machen wir jetzt für die anderen auch noch. Fangen wir mal mit einem Dino Run, den können wir aber überspringen, an. Ich wollte gucken. 4,56, ja, das sind jetzt wieder die Standardwerte, die wir auch eben hatten. Und dann können wir die Settings ein bisschen verändern. So, hier ist natürlich auch wieder tiefer besser. Ich glaube allerdings tatsächlich, hier wollen wir ja nicht, dass das Auto übersteuert. Wir wollen auch nicht, dass es untersteuert. Ich glaube, die Stabis hart machen macht noch Sinn. Das können wir ein bisschen mehr noch in Beschleunigung setzen. Aerodynamik. Downforce ist für Dragrennen eigentlich komplett unwichtig. Und weniger Downforce heißt mehr Speed. Machen mal so, weil ein paar Kurven gibt es ja doch. Grip brauchen wir voll. Bremsen brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Das ist wieder genau das gleiche. Können wir hier eigentlich... Nee, können wir nicht. Ja, das ist ein bisschen langweilig jetzt, weil ECU und Turbo ist immer dasselbe. Die unteren Bereiche alle möglichst auf 0. Damit man dann möglichst viel für die oberen Bereiche übrig hat. So können wir es lassen. Nitro machen wir auch hier ein bisschen mehr auf Dauer. Dann machen wir einen neuen Dino Run. Können wir auch überspringen. Ja, Beschleunigung wieder ein bisschen langsamer. Dafür 5 km/h mehr Endgeschwindigkeit. Mehr Torque, mehr Power. Sieht eigentlich fast genauso aus wie eben. Wir machen mal einen Testlauf. Das können wir auch überspringen, gut. Eigentlich hätte ich das erst machen sollen. Ja, ich denke, wir lassen das auch einfach mal so. Nein, ich will das nicht. Wir lassen das auch mal so und gehen dann... ja. Nein. Habe ich jetzt... Bitte sag mir, dass ich das jetzt so gespeichert... Okay, gut. Drift. Drift machen wir natürlich was ganz Verrücktes. Wir machen erstmal das hier natürlich wieder ganz runter. Dann wollen wir... Tja, hier bin ich mir halt einfach nicht sicher. Wir machen das mal ganz extrem. So werde ich es wahrscheinlich nicht lassen. Weil ich wissen will, ob das... Ich glaube, die Stabilisatoren sollten auch... Mal vorne eher ein bisschen härter und hinten... Nee, Quatsch. Hinten müssen die härter sein und vorne eher nicht. So. Hier brauchen wir jetzt gar keinen Topspeed. Also gehen wir jetzt hier voll auf Beschleunigung. Aerodynamik. Wir brauchen... Hinten... Nee, eigentlich brauchen wir vorne die Downforce beim Driften. Machen wir mal so. Tires, wir brauchen vorne Grip und hinten brauchen wir eigentlich überhaupt keinen Grip.
Bremsen können wir so lassen. ECU. Okay. Aber das ist doof. So müsste passen. Nitro haben wir sowieso nicht. So, und dann machen wir jetzt einfach einen Testlauf. Hier ist mir der Dino eigentlich egal, weil hier geht es ja nicht um schnell fahren. Hier geht es ja nur ums Driften. Ja, und ihr seht jetzt, macht Drift im zweiten Gang mehr Sinn als vorher. Wir müssen zwar trotzdem noch ein bisschen schalten, aber wir können jetzt im zweiten Gang das schon mal viel besser halten. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir im zweiten Gang viel schneller werden jetzt als vorher im ersten. Natürlich bei 180 Grad Drifts müssen wir natürlich den ersten runter, ist klar. Das ist sehr gut. Das speichern wir uns so. Dann gehen wir zum nächsten Modus. Machen wir mal URL als erstes. So. Und dann gehen wir natürlich auch hier komplett runter. Hier wollen wir jetzt, ja, wir wollen schon so eine gewisse Härte und Weichheit. So. Drivetrain geht, nee, nicht Top Speed, sondern viel mehr in Beschleunigung, aber nicht zu viel. Downforce können wir vorne ruhig noch einen Tick runter, hinten hoch. Tires können wir hinten ein bisschen Grip wegnehmen. Ne, ich muss den auch mitnehmen. Wobei, den kann ich eigentlich nicht wirklich mitnehmen. Gut. So, und hier Nitro geht auch eher auf Dauer. Dann machen wir einen weiteren Dino-Run. Ja, und dann machen wir auch hier mal einen Testlauf. Das wird noch viel besser, wenn wir später auch die einzelnen Gänge anpassen können. Also wie schnell werden wir in welchem Gang? Aber das können wir halt erst, wenn wir später mehr Tuning-Optionen freigeschaltet haben. Aber ich denke, das war jetzt das erste und einzige Mal, dass ich den Prüfstand in einem Video drin habe. Ich denke, wenn wir da später nochmal drauf gehen, werde ich das rausschneiden. Weil es echt eine Menge Zeit frisst. Guck mal, wir haben im letzten Video, glaube ich, 5 oder 10 Minuten noch im Prüfstand verbracht und jetzt auch schon wieder 10 Minuten.
Nee, ich glaube, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Weil man halt auch immer das Auto mal testfahren muss. Übrigens finde ich das sehr gut, so wie das jetzt ist. Ja, finde ich gut so. Können wir so lassen. Aber ja, wie gesagt, Prüfstand mache ich jetzt halt noch fertig mit euch zusammen und danach mache ich das einfach alleine immer. Speichern das nochmal so und dann gehen wir noch mal. Ja. Hä? Ich hab's doch gerade gespeichert. Egal. So. Und dann Tuning. Hier gehen wir wieder runter. Da gehen wir rauf, runter, rauf. Rauf. Und hier können wir jetzt auch wie beim Drift voll auf Beschleunigung gehen, weil wir beim Streetcross natürlich nicht besonders schnell werden. Allerdings im Gegensatz zum Driften brauchen wir hier die Aerodynamik sehr viel. Grip können wir hinten ganz minimal runtergehen. Dann kommen jetzt wieder die zwei nervigen Sachen. Gut, und Nitro haben wir hier sowieso nicht. Dann machen wir nochmal einen Prüfstandlauf. Die sehen eigentlich bei fast allen immer gleich aus. Und dann machen wir einen Testlauf. So, was ihr jetzt feststellen werdet, ist, dass wir sehr viel mehr schalten müssen. Weil wir die Gänge jetzt viel kürzer haben. Was dann dazu führt, dass wir keine so hohe Geschwindigkeit erreichen am Ende. Aber dass die einzelnen Gänge kürzer sind, führt auch dazu, dass unsere Beschleunigung etwas besser wird. Und das hier ist ja wirklich ein winziges, also eine winzige Strecke. Die ist ja ganz klein nur. Und trotzdem gehen wir hier sogar bis in den dritten Gang rauf. Das ist so gut. Damit bin ich erstmal einverstanden und zufrieden. Und dann können wir aus dem Tuning wieder raus. Und wieder endlich auf die Map zurück. Und auf der gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier noch ein Rundkursrennen. Das fahren wir dann einfach mal als nächstes. Und ich glaube, auch in der normalen freien Fahrt ist immer das Rundkursprofil aktiv. Bin mir jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, aber das würde zumindest am meisten Sinn machen. Was haben wir hier? Achso, das ist das, was ich auch schon mal erklärt hatte. Dass die Style Points jetzt einfach in Nitro umgewandelt werden und man Nitro dafür bekommt.
Das glaube ich direkt schon mit Autobahn. Das ist gar nicht mal schlecht. Dann können wir mal gucken, ob die Top Speed, die wir so erreichen, ob das so passt. Ja, ihr seht jetzt am Anfang, fallen wir natürlich komplett zurück. Weil wir halt gar nicht gut sind im Starten. Das heißt, wir werden jetzt jedes Rennen wahrscheinlich immer vom vierten Platz aus beginnen. Also direkt nach dem Start sind wir letzter, würde ich damit sagen. Aber guck mal, wie easy wir hier vorbeiziehen. Übrigens, die Mod, hier diese Wintermod, habe ich gesehen, die ist jetzt an Weihnachten entstanden. Also vor zwei, also, oder hochgeladen worden, jetzt so vor zwei, drei Wochen. Das finde ich schon krass, ey. Das Spiel ist 20 Jahre alt. Und genau wie bei Gothic kommen immer noch Mods dafür. Also werden immer noch Mods dafür gebaut. Das finde ich so cool. Das, ja, aber da sieht man halt auch, dass Spiele früher insofern besser waren, dass sie halt zum einen meistens, es gab auch früher Fälle, wo es nicht so war. Ich meine, Gothic 3 ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Also da sieht man, dass ein Spiel auch früher nicht unbedingt fertig war, wenn es rauskam. Aber es war halt, die meisten Spiele waren halt bugfreier als heute. Die Entwickler wurden nicht so geknechtet. Also man merkt irgendwie, dass mehr Liebe in den Spielen steckt, als das heutzutage der Fall ist. Ups. Die Spiele waren besser optimiert als heute. Heute verlassen sich viele, viele Entwickler auf die ganze AI-Technik. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man Spiele, die man jetzt, sagen wir mal, mit 50 FPS spielt, dass man die mit demselben Setup, wenn sie gescheit optimiert wären, mit 70 oder 80 FPS spielen würde. Das ist meine Meinung. Und was glaube ich ein ganz großer Punkt ist, wenn man früher ein Spiel gekauft hat, dann hatte man das Spiel und konnte es spielen. Wenn man heute ein Spiel kauft, dann hat man 40% eines Spiels. Wenn man Pech hat und sowas wie die Sims kauft, hat man ungefähr 4% eines Spiels. Es gab halt einfach solche Sachen wie Add-ons oder so. Das gab es einfach nicht oder kaum. Und wenn, dann hat man dafür halt auch wirklich was bekommen. Also, ich ziehe da immer gerne den Vergleich mit The Witcher. Also, The Witcher 3. Da gab es ja zwei Add-ons für. Zwei, die man kaufen, für die man bezahlen musste. Hearts of Stone und Blood and Wine. Das waren die beiden Add-ons, die es gab. Hearts of Stone hat 10 Euro gekostet, Blood and Wine 30. Hearts of Stone hatte, glaube ich, 15 Stunden nochmal Spielzeit für 10 Euro. Top. Gibt Spiele, die haben keine 15 Stunden Spielzeit, das sind Vollpreistitel. Und Blood and Wine hat komplett den Vogel abgeschossen, das hat 30 Euro gekostet, also nicht mal ein Vollpreistitel. Und inzwischen sind Vollpreistitel ja eher bei 70, 80 Euro anzusiedeln statt 40. Aber hat einfach 80 Stunden Spielzeit gehabt, wenn man es ausgereizt hat, sogar 100. Also, das ist dann völlig okay, wenn man da DLCs, Add-ons, whatever macht. Wir fahren jetzt hier hin, weil das immer noch die gleiche Insel ist und ich keinen Bock habe, jetzt die Insel zu wechseln und hier ein einzelnes Rennen übrig zu lassen, für das wir dann später wieder zurück müssen.
Ja, und jetzt hat halt irgendwie gefühlt jedes Spiel irgendwelche Add-ons oder sonstigen Bezahlinhalte. Und dann zahlst du irgendwie 20 Euro und kriegst dafür, weiß ich nicht, siehst aus wie ein Fuchs oder so. Geil. Das braucht man, das ist wichtig. Es ist übrigens immer wieder ein RX-7 als Gegner dabei. Ich will dieses Auto haben. Gib mir das. Ja, vielleicht gehst du doch nicht, wenn du es kaputt fährst. Übrigens habe ich jetzt schon seit einer Ewigkeit kein Nitro mehr benutzt, weil ich weiß auch nicht warum. Einfach weil es nicht notwendig ist aktuell. Die Kurve ist ganz tricky. Also was heißt tricky? Da kann man ganz schnell mal komplett die Kontrolle über sein Auto verlieren in dieser Kurve, deswegen lieber langsamer durchfahren, aber dafür durchfahren und nicht durchfliegen. So, und ich habe jetzt, glaube ich, in dieser Aufnahmesession heute auch wieder 4 Folgen aufgenommen. Das bedeutet, warte mal, morgen kommt noch einer aus der ersten Aufnahmesession. Das heißt, ab Sonntag, das heißt, bis Mittwoch sind dann Folgen da. Wenn ich also morgen nochmal 4 Folgen aufnehme, dann hätten wir bis nächste Woche Sonntag Folgen. Was gut wäre, denn dann könnte ich mir tatsächlich überlegen, dass ich morgen, nachdem ich die 4 Folgen für dieses Projekt aufgenommen habe, einfach nochmal was anderes aufnehme. Was dann aber erst viel später kommen wird. Also das werdet ihr jetzt so schnell nicht zu Gesicht kriegen. Aber das könnte ich machen, dann hätte ich ja, auch dafür schon mal wieder was. So, und dann fahren wir jetzt. Ja, fahren wir einfach hier hin. Ich wollte gerade sagen, muss ich nicht hier rüber? Aber je nachdem, wie gut das dann klappt, kann man sich ja überlegen, entweder noch ein drittes Projekt zu starten. Eigentlich wüsste ich dann nicht, was das ist. Weil das, ich möchte dann, zumindest sage ich das jetzt mal so, dann lieber noch ein drittes Genre, als, keine Ahnung, jetzt dann noch parallel zu Gothic mit Witcher anzufangen oder sowas. Und auch ehrlich gesagt, fände ich es blöd. Ja, lassen wir es einfach so kommen. Ehrlich gesagt fände ich es auch blöd, jetzt neben Gothic 3 noch ein weiteres Riesenprojekt anzufangen und dann sowas zu spielen wie Cyberpunk oder so. Das ist ja auch, das dauert ja auch ewig. Ein richtig riesiges Spiel. Außerdem würde ich Cyberpunk ehrlich gesagt gerne das nächste Mal erst spielen, wenn ich einen Rechner habe, der das auch wirklich heftig darstellen kann. Das kann meiner leider nicht. Deswegen vielleicht erst gegen Ende des Jahres. Dann Cyberpunk. Und wie gesagt, also so 2 Riesenprojekte gleichzeitig möchte ich eigentlich nicht haben. Das ist, glaube ich, zu viel Stress.
deswegen werde ich dann erstmal, also hierfür, für Need for Speed Underground, habe ich schon immer vor, so am Wochenende für die ganze nächste Woche die Folgen zu machen. Weil unter der Woche kann es halt vorkommen, dass ich keine Zeit habe, aufzunehmen. Also abends mal ein paar Folgen schneiden oder so, das geht, aber der Schnitt hierfür dauert ja tatsächlich nicht sehr lange, weil ich nicht viel mache. Ich sag mal, so 4 Folgen, die mache ich in einer Viertelstunde wahrscheinlich. Und dann müssen die halt noch rendern, aber dafür muss ich ja nicht dabei sein. Das machen die dann einfach alleine über Nacht. Und dann muss ich am nächsten Tag nur noch hochladen und dann war es das. Also nach der Aufnahme habe ich fast nichts mehr zu tun, um die Folgen dann hochzukriegen. Ich glaube, das war der falsche Weg. Im Sinne von, er ist etwas länger, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Die meisten anderen sind ihn auch so gefahren. Ja. Also. Deswegen, ich würde dann halt, wenn ich hier mit den Folgen für die nächste Woche dann durch bin, würde ich, glaube ich, einfach mit den anderen Projekten weitermachen. Die weiter aufnehmen, erstmal zumindest. Sollte ich da irgendwann so viel voraus sein, also irgendwie so gefühlt ein halbes Jahr voraus sein oder so, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich nicht entweder ein drittes Projekt anfange oder ob ich dann nicht, weil das ist dann schwierig, weil angenommen, ich hätte Folgen für 6 Monate im Voraus vorproduziert, dann sind das ja, ups, dann sind das ja 180 Tage, 180 Videos. Mein Gedanke war jetzt gerade, dann könnte man ja eventuell einfach sagen, okay, wir machen dann statt 30 Minuten Parts, 45 Minuten Parts oder 60 Minuten Parts oder so. Aber das Problem ist, dass ich die ja dann alle zusammenschneiden müsste und dann gibt es, glaube ich, ein komplettes Chaos. Und alle neu rendern und so. Und ich habe ja die Original, also die Rohaufnahmen dann gar nicht mehr. Dann ist die Qualität wieder ein Ticken schlechter, weil dann das bereits gerenderte Material nochmal gerendert wird. Also nochmal komprimiert wird dabei und so. Das funktioniert dann, glaube ich, nicht. Allerdings kann man sich das dann für die Zukunft überlegen, ob man das nicht so macht. Mal schauen. Ich überlege mir da mal was. Und vielleicht habe ich ja auch noch irgendwie, vielleicht würde ich ja dann doch auch noch irgendwie ein drittes Projekt anfangen. Und dann könnte ich das ja auch machen. Mal sehen. Mir wird was einfallen, wie ich meine Zeit mehr oder weniger sinnvoll nutze. Wieder Roof Scoops. Die sind mir aber ziemlich egal. So, dann hätten wir mal, hier ist, glaube ich, näher dran. Außerdem, wenn ich mir unsicher bin, was näher ist, entscheide ich mich im Zweifelsfall erstmal nicht für das Street Cross, weil mir das am meisten Spaß macht. Gehen Sie weg, bitte, aus dem Weg. Ich muss hier durch. So, dann sind wir hier bei diesem Sprintrennen und das fahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid oder auch gerne in dem einen oder anderen Format. Und bis dahin. Ciao.